Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Dienbacher, Personaltrainer aus Karlsruhe, alias Mr. T, zum Thema, häufig gefragt, auch wieder eine Anfrage von einigen Fans bei Facebook und bei YouTube. Abnehmen ohne Sport. Gewichtsreduktion ohne Sport. Kein schwieriges Thema. Grundsätzlich ganz klar. Wird man natürlich am Anfang, wenn man jetzt seine Ernährung umstellt und vorher sich natürlich recht bescheiden ernährt hat, falsche Dinge gegessen hat in zu großer Menge oder nur falsche Dinge, einfach zu zuckerlastig gegessen hat, zu fettlastig, aber in der Regel sind sie meistens zu zuckerlastig und unregelmäßig, zur falschen Tageszeit noch und natürlich zum Teil nur eine Mahlzeit am Tag. Es gibt es alles, ja. Es gibt tatsächlich Menschen, die sehr wenig essen und trotzdem einen zu hohen Körperfettwert haben, auch wenn es manche nicht wahrhaben wollen. Das gibt's. Dann wird natürlich am Anfang, wenn die Ernährung umgestellt wird, gesund orientiert, ein schöner, gleichmäßiger Blutzuckerspiegel, weil gesunde Nährstoffe in Energielieferantenform zugeführt wurden. Vorher wurde nur Süßigkeiten zugeführt, nur Weißbrot, nur Kohlenhydrate mit chemisch hoher Last, das sehr schnell zu Zucker zerlegt wird, der Blutzuckerspiegel hochschießt, ihr fahrt auf einmal den Blutzuckerspiegel runter, esst regelmäßig mit geringer Zuckerlast und dann wird natürlich auch im Anfangsbereich Gewicht reduziert, logischerweise. Bei den Menschen, die vorher viel zu viel gegessen haben, sowieso, weil es natürlich allein durch die Umstellung natürlich ein leichtes Kaloriendefizit aufweisen. Manche nicht mal ein Kaloriendefizit, sondern der Umstrukturierung, da sie mehr Protein zuführen, etwas mehr Fett und weniger Zucker, natürlich das Ganze anders funktioniert im Körper, werde ich abnehmen bis zum gewissen Grad. Und dann passt sich der Körper an und lernt natürlich dann irgendwann natürlich auch mal mit dieser Nährstoffstruktur, mit diesen Nährstoffmengen zu haushalten. Dann steht er da. Und was macht ihr? Ihr guckt auf die Waage, nichts geht. Eine Woche später, nichts geht. Drei Tage später, nichts geht. Da stehen wir jeden Tag drauf, geht immer noch nichts. Warum? Weil natürlich keine zusätzliche Leistung erbracht wird. Das heißt, die Muskelmasse verbraucht Energie, die liegt brach, die wird nicht benutzt. Die wird benutzt höchstens vom Stuhl aufstehen, in den Aufzug oder drei Treppen runterzulaufen, ins Auto steigen, ins Geschäft zu fahren, wieder hinzusitzen. Und somit ist natürlich hier ein ganz geringer Energiebedarf. Körper hat sich angepasst, braucht nicht mehr Energie und ihr steht auf der Waage, es passiert nichts mehr. Was machen die meisten? Noch weniger essen, noch weniger essen. Dann geht es wieder ein Weichen, zwei, drei Wochen, dann bleibt es wieder stehen, dann geht es zwei, drei Wochen, bleibt es wieder stehen. Ganz klar, der Körper hat sich angepasst, der Stoffwechsel hat gesagt, gelernt, mit dieser Energiemenge zu haushalten. Was müsst ihr machen? Hallo! Aufstehen, bewegen. Ob das auf dem Trainingspfad ist, ob das zu Hause ist, ob das im Fitnessstudio ist, ob das im Verein ist, ist völlig zweitrangig, wenn natürlich Regeln eingehalten werden. Und zwar die Grundregeln des Krafttrainings. Die kennt ihr alle schon. Von mir, wenn ihr nochmal in meiner Playlist nachgucken. Und dann müsst ihr euch bewegen. Dann werdet ihr auch, was die Gewichtsreduktion anbetrifft, auf Dauer Erfolg haben. Ihr werdet auf Dauer Gewicht reduzieren, ihr werdet auf Dauer euer Wohlfühlgewicht halten können. Was ihr so rein über die Ernährung nicht erreichen werdet. Auf gar keinen Fall. Es wird früher oder später nicht mehr nach unten gehen. Ihr werdet vielleicht nie euer Wohlfühlgewicht erreichen. Deswegen meine Empfehlung. Betreibt intensiven Sport dazu. Warum? Weil es eine präventive Maßnahme ist und weil der menschliche Organismus Bewegung dringend benötigt, und zwar ganz dringend. Weil wir sitzen so viel. Der Mensch ist nicht ausgelegt für Sitzen, nicht in der Menge. Sitzen ist sowieso für den Körper eine Katastrophe. Und dazu, selbst wenn wir stehen, ist eine einseitige Belastung. Deswegen nutzt euer muskuläres System, nutzt euer endokrines System, die Hormonausschüttung, Wachstumshormone, die brauchen wir alle. Die Männer brauchen Testosterone. Das geht nur dann, wenn wir natürlich auch unser System nutzen, uns intensiv belasten. Und somit ist ganz gut, zur Ernährungsumstellung, nicht zur Diät, zur Ernährungsumstellung Bewegung. Auf jeden Fall für jeden zu empfehlen. Dreimal die Woche ist gut, ist perfekt, wenn man zweimal hingeht auch, aber damit ist perfekt intensive Bewegen, 45 bis 60 Minuten zu einer Ernährungsumstellung, und ihr werdet definitiv Erfolg haben. Nicht vergessen, nicht nur die Ernährung umstellen, sondern bewegt euch. Das war's schon, Andreas Dienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, Mr. T, zum Thema nicht nur das Essen umstellen, sondern auf Dauer auch mehr intensive Belastung unserer Struktur, Muskulatur. Krafttraining und Ausdauertraining. So viele möglich Muskelfaserbündel benutzen. Und das regelmäßig.